im Evangelium eben, da haben wir zu einem Thema gehört, das, so meine ich, ein wirklich adventliches Thema ist, das zu dem Bedürfnis oder zu dem Anliegen des Advents gehört, über das eigene Leben und wie wir unser Leben gestalten, nachzudenken. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, haben wir gerade gehört, als ein Reicher ins Reich Gottes. Es ist sprachlich, literarisch betrachtet, ein typisches Beispiel orientalischer Rede. Anschaulich, übertreibend, aber dann ist es vielleicht ja auch so, dass man denkt, da kann man leicht drüber wegsehen, das ist ja nicht ganz so gemeint. Was aber Jesus meint, das Thema Reichtum, das ist eine ernste und zentrale Sache in der Bibel. Ich nehme an, keiner von uns hier ist besonders reich. Mancher wahrscheinlich ziemlich arm nach den Maßstäben unserer Gesellschaft. Also könnte man denken, ja, das Thema Reichtum, das ist ja was für andere. Zum Beispiel für die, von denen wir im Zusammenhang mit den Enthüllungen der Panama und Paradise Papers gehört haben, wo es um steueroptimierende oder steuervermeidende Geldanlagen geht. Für die ist natürlich das Thema Reichtum schon auch zutreffend, denn bei solchen Fragen geht es um die Grundlagen unserer Gesellschaft, um Gemeinsinn oder Egoismus. Es ist ja bei diesen Dingen nicht die Frage, wie Einzelne oder Gruppen, Firmen den Auswüchsen des Steuerstaates entgehen, sondern es geht um die Frage, wie wir zusammen in gerechter Weise leben können. Und das mit diesen Papers, das ist ja nur ein Beispiel für Machenschaften unserer Gesellschaft, die mit Geld und Gewinn zu tun haben. Es macht wirklich betroffen, wenn wir hören, dass in Malta eine investigative Journalistin ermordet wurde im Zusammenhang mit diesen ganzen Dingen da. Der Wahnsinn des Habens und der Gier ist groß. Aber wie gesagt, keiner von uns ist an diesen ganz großen Machenschaften oder Ähnlichem beteiligt. Und etwas zu haben, Geld und Besitz auch, ist ja nicht für sich per se böse. Im Gegenteil, das sichert unsere Existenz. Bekanntlich hatte Jesus ja auch eine Kasse mit seinen Jüngern. Das Thema Reichtum, Umgang mit Geld und Gütern ist ein heikles und wichtiges und wesentliches Thema für Menschen, die Jünger Jesus sein wollen. Wenn wir verstehen wollen, was es mit jedem von uns, ob er nun reich oder arm ist oder irgendwas dazwischen, dann müssen wir den Blickpunkt und die Begriffe etwas ändern und dann erschließt sich, glaube ich, das Thema. Im Jahr 1976 kam ein Buch heraus mit dem Titel Haben oder Sein. Der Autor Erich Fromm war ein Philosoph und Psychologe. Er beschäftigt sich in diesem Buch mit den Grundlagen unserer Gesellschaft, also genau mit dem, worum es eben bei diesen aktuell aufgeworfenen Fragen geht. Er nennt dabei zwei Existenzweisen, die sowohl den Einzelnen betreffen, als auch die Gesellschaft insgesamt und bringt es auf die Begriffe Haben oder Sein. Bei der Frage nach dem Haben in der Gesellschaft ist ja zum Beispiel die Frage, wozu
Und für wen ist eigentlich die Wirtschaft da? Damit wenige viel haben oder dass die Bedürfnisse aller erfüllt werden? Oder ein anderes Thema in diesem Zusammenhang des Habens ist die Ausbeutung der Natur. Um zu haben, zum Beispiel genügend Rohstoffe, maximalen Konsum. Eine Gesellschaft, die nur das Haben kennt, richtet sich allmählich zugrunde. Wenn jeder nur haben will, leidet das, was uns zusammenhält, Solidarität, Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit. Auch der Einzelne, so legt es Fromm dar, unterliegt dabei den Manipulationen in der Gesellschaft, zum Beispiel hinsichtlich des Schaffens künstlicher Bedürfnisse. Wir kennen ja aus den Fernsehnachrichten vielleicht die Warteschlangen vor den Apple-Shops, wenn ein neues iPhone auf den Markt kommt. Ich gestehe auch, ich kann Werbung erliegen und meine, etwas unbedingt haben zu müssen. Der Einzelne, wir werden manipuliert, zu bestimmtem Verhalten verleitet, oft ohne, dass wir etwas davon merken. Im Einzelfall vielleicht nicht ganz so schlimm, aber man kann die Seele verlieren bei dieser Ausrichtung auf das Haben, bei dieser Manipulation zum Haben. Nicht umsonst spricht man ja auch von Ersatzreligion. Haben, das ist ja nicht nur eine Sache von Geld und Besitz. Schon unsere Umgangssprache nennt ja Haben auch in Zusammenhängen wie Macht haben, Einfluss haben, Rang und Titel haben oder ein besonders heikles Haben, das Recht haben wollen. Nicht das Recht haben, das mir zusteht, sondern das Recht haben wollen im Urteil über andere, das über andere urteilt, richtet und ausgrenzt oder das Recht haben wollen, dass sich jeder neuen Einsicht verweigert. Was das Materielle betrifft, wir müssen etwas haben. Der Habenichts ist kein Ziel. Wir benötigen einiges, um einigermaßen menschlich leben zu können. Nahrung, Kleidung, aber eben auch Anerkennung, Freunde, Partner. Genau betrachtet geht es beim Thema Haben und Besitzen eben nicht darum, nichts zu haben, sondern um das Wie. Wie wir mit Menschen und Dingen und eben auch mit unseren Fähigkeiten und Begabungen umgehen, das ist das Entscheidende. Und eben auch mit Besitz und Geld. Und hier greift die Botschaft Jesu, die ja auch die Botschaft der gesamten Bibel ist. Und die so heißt, wer das, was er hat, so hat und besitzt, dass es ihm nur und vor allem um sich selbst geht und krampfhaft am Haben festhält, und wer im Haben wollen dem Irrglauben folgt, er mehre sein Selbst, wenn er mehr hat, das ist der Reiche, den Jesus meint. Mein Haus, mein Boot, mein Auto, so ging mal ein Werbespruch durch die Medien. Es zu etwas gebracht haben und perfekt sein in allem, das ist das Bestreben, dem wir vielleicht ja auch in uns selbst begegnen. Ein Reicher im Sinn Jesu ist eben nicht nur ein Besitzhabender, sondern einer,
dessen Herz an materiellen und immateriellen Dingen hängt, der einen Kult vor allem um sein Ich pflegt und damit nur für sich selbst lebt. Was ich habe, muss dem Leben dienen, meinem und dem der Gemeinschaft und dem Leben auch der gesamten Schöpfung. Die Frage, wie ich habe, führt uns nochmal zu der Unterscheidung in diesem Buch von Erik Fromm in Sein und Haben. Sein in diesem Sinn ist das Schöpferische, das Leben liebende, die Menschen liebende, von den Zwängen des Habens innerlich freie Dasein. Sein heißt dann zum Beispiel auch aufmerksam sein, wo ich verleitet und blind werde, wo ich nicht spüre, wie ich mich manipulieren lasse. Sein ist das sich ausrichten am Wozu und Wofür. Wozu setze ich mein Geld ein? Wie schaffe ich mit meinem Geld eine Grundlage dafür, dass das Leben aller gefördert wird? All mein Haben, mein Geld, meine Begabungen, meine Möglichkeiten, auch meine Macht, die ich habe, wozu setze ich sie ein? Für mich? Für Ansehen, Prestige, Gewinn, für Beherrschen von anderen? Und je mehr ich habe, umso größer ist meine Verantwortung. Lange Zeit galt in der Wissenschaft vom Verhalten des Menschen, vor allem wenn es um wirtschaftliche Dinge geht, die Vorstellung, sein Verhalten sei am Nutzen orientiert und vollkommen rational. Inzwischen weiß man, dass auch die gewichtigsten Entscheidungen nicht so sind, wie das vielleicht bei einer Rechenmaschine wäre. Dann gäbe es nämlich wahrscheinlich keine Panama Papers, denn rational, ganz rational, ist die Verantwortung für das Ganze, nicht der Egoismus. Aber es sind immer bei unserem Handeln Gefühle im Spiel. Zum Beispiel, wenn man Steuern hinterzieht, dann kann sich ein Triumphgefühl einstellen. Oder wenn das Guthaben wächst, so etwas wie Glück, Beruhigung. Aber leider ist das oft nur kurzfristig. Im Haben wollen gibt es nämlich auch schnell das völlig Irrationale, dass man Gier und Sucht nennt. Vor Gier wird an vielen Stellen der gesamten Bibel gewarnt und darauf hingewiesen, dass der Mensch sich selber und Gott entfremdet. Gefühl ist immer im Spiel, im Guten wie im Bösen. Wenn wir loslassen, teilen und geben, wenn wir uns auf Menschen und ihre Bedürfnisse einlassen, wie zum Beispiel der barmherzige Samariter, dann ist auch Gefühl im Spiel. Auch der Samariter ist nicht einfach nur rational, er erfährt in seinem Handeln eine Beruhigung und Befriedigung, ein inneres Glück, weil er das gegeben hat, was er konnte. Und dieses Gefühl des Gebens, das geht auch in die Tiefe, nicht nur die Gier. Und dieses Gefühl, das verwandelt uns langsam zu Menschen, so wie Jesus sich das vorstellt. Allerdings, das entscheidende Zentrale ist nicht eine persönliche Zufriedenheit im Sein, im Geben, in der Mitmenschlichkeit zu erlangen, sondern das Entscheidende ist für einen Christen die Liebe, die geschenkt ist
bevor wir schenken, das weihnachtliche Thema. Die Liebe, die gegenwärtig und wirksam ist in der Tiefe unseres Wesens. Und Gottes Liebe. Und das ist nicht nur etwas, das man rational glauben kann, sondern Gottes Liebe ist erfahrbar, ist die Wirkmacht in uns, in mir. Sie kann mich verwandeln. Gottes Liebe bewahrt vor dem seelischen Tod, vor der Gier und dem Haben. Gottes Liebe macht lebendig, feinfühlend, offen und intelligent zum rechten Handeln. So möchte ich zum Abschluss zwei Bibelzitate anfügen. Das eine aus dem Evangelium. Wer dahin gibt, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ein anderes Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.